beeindruckend? Das ist noch gar nichts. Aber nicht irgendein Artist. Beim Training arbeitet Martin mit einem Mast, beim Auftritt mit einem Roboter. Was ist das Besondere daran? Diese echte Gefahr, die halt irgendwie wieder da ist. Dieser wirkliche Zirkus, wie man es vielleicht von ganz früher kennt, wo die Leute ganz oben am Trapez geschwungen sind oder auf dem Hochseil gelaufen sind und jeder weiß, Scheiße, der kann runterfallen. Das ist wirklich gefährlich. Und das mag ich daran. Seit 4 Jahren tritt Martin mit RoboPole auf, wie hier beim Internationalen Musik- und Theaterfestival in Pforzheim. Tourt damit durch ganz Europa. Gewinnt immer wieder große Preise, wie den Innovationspreis des Cirque du Soleil. Die ganze Idee dahinter kommt von ihm her. Das sind Industriemaschinen, die normalerweise 20 Jahre lang im 24-Stunden-Takt Tag und Nacht durcharbeiten. Und die sind so stark gebaut, also wir haben also beide ein ziemliches Vertrauen zu dieser Maschine auch. Vertrauen auch in die eigene Kraft, vor allem in den Minuten vor dem Auftritt. Ich fahre so in mich runter und egal was kommt, also jetzt wenn die da draußen brabbeln, das nehme ich alles wahr. Aber das geht wie durch. Das ist eigentlich ein schöner Moment. Also gerade so jetzt, so die 15 Minuten vorher, wo ich so merke, das ist so dieses, ich glaube im Englischen sagt man, ist so stoked, man ist halt drauf so ein bisschen. Und das auf natürlichen Weg zu schaffen, ist glaube ich schon noch was Schönes. Es geht los. 10 Meter Höhe. Artistische Höchstleistung. Jegliche Interaktion mit einer Maschine ändert einen als Menschen im positiven Sinne, weil es einen Spiegel vorhält. Wenn du einen Dialog mit einem anderen Menschen hast, dann nimmt der immer Bezug auf sich selbst oder hat eine Eigenerfahrung. Aber die Maschine, die hat das nicht. Das heißt, alles, was ich mit der Maschine kommuniziere, ist eigentlich eine Reflexion meiner selbst. Und dadurch wachse ich oder lerne unglaublich viel über mich selber. Und ich glaube, dass das ein Medium ist, was wir total nutzen können und sollten.